Herzlich willkommen, Freunde, zu einem kleinen Fangpart, Trainingspart in Pokémon XD Randomized. So, okay, in der unteren Ebene im Rockgebiet befindet sich das erste Pokémon, was wir uns jetzt mal angucken. Der Part wird jetzt daraus bestehen, dass wir die Station hier mal abklappern und ja, ein bisschen noch leveln und Attacken ein bisschen verteilen. Mal gucken. Und es ist das Manfax so. Lecko Mio. Watch up. Schon mal der erste Spot verschossen. Super. Naja, gut. Dann eben haben wir noch zwei. So eine Kleinigkeit, die ich mir auch abholen wollte, das ich voll vergessen habe. EXP Share. Für unsere Pokémon. Oh, die Battle Disc. Oh. Lässt er die einfach hier liegen? Na gut. Oh, auf geht's. Wohin versteckt es uns? Okay, an die Oase. Auf geht's. Na, mal sehen, was erwartet uns. Oh, das Mobile. Okay, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, an das Mobile. Du musst keine Angst haben, Mobile. Ich tue dir doch gar nichts. Bitteschön, da hast du dein Mobile wieder. Okay. Dann lass ich mal den Platz bestückt, weil Mobile ist halt Mobile, was soll ich denn da machen? Das ist jetzt nicht die Intention, die ich eigentlich an diesem Platz hatte. Aber gut, jetzt haben wir das Battle Bingo. Mir fällt jetzt erst auf, dass die kleine Pokebälle als Zöpfe hat. Das hat was. Na gut, Planänderung. Ich würde sagen, wir fordern jetzt einfach mal, ja, es ist unseren tanzenden Freund hier raus. Die Queen. Der müsste ja jetzt auch ein gerandomizedes Pokémon hier haben. Von den Kryptos. Also können wir doch damit was machen. Dann ist es ja auch ein bisschen Action in dem Ganzen. So. Ich bin gerade voll in dem Flair der Musik. Dich call ich mal. Du machst mal Knockoff auf Gardevoir. Ja, mach ruhig. Und wisch. Gut. So, auf drauf und drauf. Ja, und doppelt drauf. Hedge aus. Oh. Stimmt, das macht nicht so viel Schaden, weil der Base zu niedrig ist. Fireblast. Ja gut, nee. War schon ein guter Angriff. Knockoff. Hatz. Zack. Und dann Takedown und dann passt das doch, hä? Huh? Die Base ist zu schwach. Schade. Voll schade. Die Base ist zu schwach. Und dein Wunsch wird wahr, aber du hast keinen KP-Verlust. Okay. Ich sollte aufhören damit. So, Blubstrahl. Ja, mach dein Wish. Das ist mir vollkommen egal. Ich muss sogar mehr Schaden machen. Ja, weil die Base ist halt viel zu niedrig von Abschlag. Oh.
Das muss ich komplett ausschlagen. Sorry, aber du bist nichts, was schon den Pool ergänzen könnte. Na gut, dann müsst ihr noch eins haben. So, Takedown und du machst hier Fire Punch. Shadow Sky. So, Fire Punch. So, du machst dich ab, weil du... Dich hatten wir schon. Das will ich nicht. Ich will sowas nicht. Der Rückstoß bockt nicht so sehr. Also das könnte eine harte Nuss werden des Planers, wenn es dann dauernd sich so heilt. Aber Greenpeace auch. Greenpeace hat aber bessere Heilung, ne? Wir machen einfach hier ein bisschen Confused Ray drauf und dann sollte es schon passen. Als ob mein Greenpeace überhaupt noch hätte sich wechseln können. Es ist eh schon Wurzeln geschlagen, also. Du interessierst mich nicht mit deinem Krypto. Das ist jetzt vorbei. So, jetzt. Ein Knackleon. Da sehen wir schon mal Potenzial. Also ist schon mal Potenzial dabei. Da. Das finde ich okay. Ich bin echt am Überlegen, ob wir überhaupt schaffen, das zu einem Weltrad zu entwickeln. Aber das wäre ein Pokémon für den Pool, weil wir haben kein Boden-Pokémon, kein direktes. Also es ist auf jeden Fall ein Pokémon, was ich akzeptiere, sagen wir es mal so. Wir verwirren das und... Nein, Bubble Beam wäre zu stark. Aber Knockoff können wir drauf machen. Fire Blast. Und zack. Critical Hit. Ja, ist okay. Ach, die Attacke. Die knallt. Die hat böllert ordentlich. Eieiei. Jirachi, komm mal rein. Ja. Du bist eh überflüssig. Oh, dieser dämische Regen. Greenpeace heilt sich ja zum Glück dagegen. So, aber dennoch muss ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass das andere schläft. Wir können ja zumindest mal versuchen, schon mal einen Ball zu werfen. Ne? So, werfen wir mal einen Ball und du setzt Schlafpuder ein, falls es rausbrechen sollte. Okay. Gut, dann schläfern wir eventuell das Planers ein. Jirachi ist ungemein treffsicher, muss ich ehrlich zugeben. Während wir mit Takedown gefühlt 80 Mal verfehlt haben, ist Jirachi in der Hinsicht sehr, sehr treffsicher.
So, erstmal hochgeheilt wieder. Dankeschön. Takedown und Schlitzer. Und zack. Oh, schöner Schaden. Na dann, schlaf mal schön. Gut, ein Zug noch. Zum Glück ist das vorbei. So, und tschüss. Jirachi, mach das bitte mal. Gut, damit hätten wir eins, was ich auf jeden Fall zur Auswahl stellen würde. Und dann gucken wir noch nach einem Spot, aber dann war es das auch. Hau ab. Und da klingelt das Spot auch schon. Hohohoho. Das, es war eigentlich ein. Ist das nicht das Valreiser? Ist das nicht ein Valreiser? Sicher ist gerade falsch oder richtig? Schlaf, Bruder. Komm schon. Das heißt also, ich muss mein Wort halten. Und wir haben dadurch dann eine massive Tankaufstellung. Oh Gott, das wird übel. Habe ich überhaupt einen Namen für ein Eis-Pokémon hier zurecht? Ganz so hab ich. Okay. Aber ich muss mich dann gleich nochmal überprüfen, weil ich bin mir echt nicht sicher. Warte mal. Shit, ich hätte gerade Netzbälle gekauft. Dabei habe ich Netzbälle gekauft. Shit. Dann muss ich halt mit Ultraball versuchen. Ich kann es halt auch nicht anschwächen mit meinen Pokémon, die ich habe. Das müsste aber Valreiser gewesen sein. Ja, wird da. Ah, Tatsache, da wird es sogar angezeigt. Okay. So. Und damit muss ich mein Wort halten. Aiki ist jetzt das letzte Teammitglied unserer Runde. Und ich nehme mal gerade die Sachen wieder auf. Damit die nicht nochmal ausschlagen. So, da wir jetzt ein Eis-Pokémon hier drin haben, was zusätzlich auch Typ Wasser ist, habe ich mir noch eine Kleinigkeit überlegt, wo ich doch nochmal eine kleine Umfrage zu machen möchte. Die letzte dann wahrscheinlich hier für dieses Projekt. Und zwar, wir haben Wasser-Pokémon und die Sarasadi Krebutak, also ein Wasser-Eis-Pokémon und Krebutak halt, hat jetzt das Problem, dass halt seine einzige Unlichtattacke, die es lernen kann, Abschlag ist. Können wir nicht wirklich gut gebrauchen. Jetzt die Frage an euch, wollt ihr das Krebutak behalten oder eines dieser drei Pokémon hier einwechseln? Guckt mal in die Umfrage, da habe ich das dann genau geschildert. So, jetzt befinden wir uns hier vor der Lady und ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir versuchen, jeden unserer Pokémon von hier irgendwas von ihr beizubringen. Irgendeinen Move, irgendwas, das wir vielleicht noch gebrauchen können. Oder beziehungsweise allgemein jetzt jedem Pokémon erstmal eine Attacke zu spielen. Zum Beispiel der Flammenwurf, den spiele ich Ho-Oh zu. Ja, das. Also auf den Feuerwirbel will ich halt nicht weiter vertrauen müssen. Das ist halt. Nee. Das brauchen wir definitiv nicht. So. Gut. Dann gucken wir mal, was die Lady überhaupt hier uns noch anbietet. So, Seismitoss, Icy Wind, Dreameater, Nightmare, Sky Attack. Sky Attack wäre an sich cool, wenn man nicht dafür chargen müsste. Ja, würde ich sagen, ballern wir das mal auf Ho-Oh drauf, komm. Dafür nehmen wir den Whirlpool raus. Und haben wir dann ein rundes Set auf Ho-Oh. Sehr schön.
Okay. Ho hätten wir damit erstmal ein bisschen ausgestattet. Wir haben hier noch ein paar Attacken. Earthquake können wir leider noch nicht einsetzen. Das hatte ich geplant für unser Greenpeace, wenn es sich entwickelt hat. Aber wiederum auch Valreiser könnten wir das beibringen. Es wäre halt in Kombination mit Ho-Oh ziemlich gut. Das kann ich ja nochmal offen lassen. Psychokinese können wir jetzt nicht einsetzen. Ice Beam. Da will ich jetzt warten, bis wir das hier trainiert haben. Ich weiß nicht, ob es das jetzt von alleine lernt. Deswegen warte ich nochmal. Oder ich erkundige mich nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor wir loslegen. So, dann hätten wir hier den Shadow Ball. Den wir beibringen können. Da will ich mich auch nochmal kurz nochmal kundig machen. Also das behalte ich mir im Hinterkopf als Erdbeben und Shadow Ball. So, der Thunderbolt. Den können wir auf jeden Fall einsetzen. Obwohl, eigentlich ist es halt noch ein Ticken zu früh für diese Sache. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist die Body Slam Attacke jetzt endlich mal einzusetzen. Die ich ja extra für Greenpeace haben möchte. Um Takedown rauszunehmen. Takedown ist zwar ein bisschen stärker, aber ihr wisst genauso gut wie ich, dass diese Attacke definitiv zu blöd ist für mich. So, ich dachte mir, um die ganze Sache ein bisschen rund zu machen, machen wir hier nochmal eine kleine Runde, ein bisschen leveln für unser Valreiser. Und ich hoffe, dass die Pokémon hier in diesem Turnier nicht so hoch sind wie in dem Turmlager, also wie im Lagerturm, weil sonst wird das hier auch wie Kaugummi sein. Aber ich will ja den Turmlager eigentlich auch nochmal machen. Also zumindest eine Runde. Damit wir die Attacke Gigasauger kriegen können. Na gut. Schauen wir mal. So. Gut. Level 20. Ja, gut. Ich wollte zwar schwächere Pokémon haben, aber 30er hätten mir ja auch gereicht. Aber gut, dann haben wir da die mit Level 20 und dann da Level 30. Hm. Keine Level 30er irgendwo. Das nächste Turnier ist ja dann. Egal. Ist halt so. So. Ach ja, stimmt. Das gleicht sich ja jetzt erstmal an. Hm? Iceball. Nice. Wish. Rock Blast. Weatherball. Puls. Das sind eigentlich ganz solide Attacken für dich. Hm? Okay. Stimmt ja. Also hätte ich ein Celebi fangen können, hätte ich das auch gerne genommen. So ist es ja nicht, wa? Das ist natürlich richtig nice. Schön, wäre es denn auch einer der Pokémon sich hier noch entwickelt. Aber ich glaube, das können wir jetzt erstmal nicht erwarten. Aber gut, fürs Leveln von Valreiser sollte es ja fürs erste reichen. Nein, 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 ich will es nicht einwechseln. Gott, ey. Ich will nur gucken, ich wollte, die Werte müssten sich jetzt ja normalisiert haben. Ja, auch wieder ein Tank, aber warum auch nicht, ne? Wir sind schon gut dabei gewesen, also machen wir weiter mit Tanks. So, und du machst Body Slam. Gut, Substitute. Ah, nur weil du schneller bist, du Mistvieh. Nur weil du schneller bist. Batz. Aber interessant, dass du schneller bist als ein Celebi. Sickle ist schwer, okay. Na, das steckt Reali locker weg. Reali. Lilip. Und tschüss. So. Und die kombinierten für Valreiser. Valreiser steigt hier an ohne Ende.
So, und du fängst jetzt gar nicht mehr an hier damit, ne? Ja, warum auch nicht, ne? Mein Ho kannst du ja auch. Oh, mit Triple Kick. Ist immer noch das Beste. Das sind wenig Erfahrungspunkte. Dafür, dass du den Ruf vom Mewtwo gerade rausgehauen hast, war das echt wenig. So, Landturm und Krabums. Na gut, warum auch nicht? Na komm, ihr beiden. Ihr braucht auf jeden Fall XP, das ist unumgänglich. So, und Body Slam. Oh, ich hätte eigentlich Bullet Seed machen können. Ich bin irgendwie geflasht von der Attacke. Paralysiert. Naja. Ah, Shadow Blast. Patz. Bye bye. Oh, das sind doch Erfahrungspunkte. So wie es mir gefällt. Sehr schön. Ich habe nichts dagegen, Vieli, wenn du mal, warum sag ich mir Vieli? Das ist ein Yelip. Wenn du Antikraft gerne mal früher lernen könntest. Das wäre sehr schön. Shadow Blast und du machst, Bullet Seed. Jetzt aber mal. Duck. Bye bye. Wieder weniger XP. So. Schöner Shadow Blast. Und zack. Mit einem Schlag auf die Bretter geschickt. Oh, oh. Ein Boba Fett und ein Jelly. Hm. Sehr, sehr exquisite Gäste hier. Shadow Blast, aufs Jelly. Und du machst jetzt hier Bullet Seed mal aufs Boba Fett. Swing genau. Auf geht's, Greenpeace. Reiß es nieder. Nice. Hat mich kein bisschen enttäuscht. Und nicht nur, dass Rayquaza steht, was ziemlich interessant ist. Wir kriegen auch XP ohne Ende. Das ist sehr nice. Levelt sehr gut nach. Hallo Portugal. Bats, Critical Hit. Sehr schön gemacht. Oh, das ist übel. Und noch ein Lilip. Okay, das ist tricky. Ein Lilip, was eigentlich ein Zwillisch ist. So richtig, so unsere Aufstellung hier veräppelt. Gefühlt. Lol. Ist das Spaßkanone? Ja, Tatsache. Ah, hast aber den falschen mit der Spaßkanone überlegt, glaube ich. Shadow Blast. Bitteschön. Oh, es überlebt sogar. Shockwave. Und nochmal der Schwan. Body Slam trifft nicht. Hoppala. Egal, Shadow Blast. Passt schon. So, sehr gut. Ja, schönes Level Up wieder. Level 19. Sehr gut. Body Slam. Wusste ich doch, dass es das lernt. So, Rock Blast. Weiß nicht, ob ich das behalten will. Ich kann hier erstmal den Wish wegmachen. Weil Tank ist gut und schön, aber ich brauche nicht auf jeden einen Recovery Move. Erstmal schön Body Slam drauf machen. Ein Togepi. Und ein Rayquaza. Sehr bedrohliche Aufstellung. Ich meine, das Togepi.
Was machen wir nur mit dem Togepi? Crunch. Das könnte natürlich. Ja, wäre der Leveldefizit nicht gewesen, hätten wir endlich ordentlich Schaden genommen. Oh, Spezialdefensive fällt auch noch. Das ist natürlich bitter. Oh, Togepi überlebt. Shadow Blast. So, die Antwort. Batz. Und es überlebt sogar. Interessant. Wir kriegen nicht die Erfahrungspunkte, die eigentlich dem würdig wären. Okay, Ladybird. Double Slap. Aua. Aua. Fast wieder komplett hochgeheilt. Okay, Shadow Blast und Body Slam. Na gut. Und da geht die Lampe aus. Zack. Bye bye. Na, vielleicht kriegt unsere Reise noch ein Level up. So. Dich muss ich eh rufen, damit du wach wirst. Und dann Body Slam. Ruf! Oh, oh, Entschuldigung. Shadow Down? Was war das denn nochmal? Ah, okay. Okay. Jetzt weiß ich's. Danke. Und Body Slam. Wenn dann paralysiert bitte, ja? Nee? Schade. Egal, das war's jetzt für dich. Dafür kriegen wir die Erfahrungspunkte, die ihn hoch geben würde. Sehr schön. Und kriegen noch das Level up. Sehr, sehr gut. Gut, dann hat sich die Runde doch einigermaßen gelohnt. Unsere Reise hat schon einige Level bekommen. So. Gut, damit würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen Schuh draus und denkt an die Umfrage, denn ich warte auf das Ergebnis. Und mache dann dementsprechend hier weiter mit einer zweiten Trainingsrunde, bevor wir dann in das Finale und in die finale Richtung gehen. Ich gucke jetzt gerade nochmal, was TM 31 war. Durchbruch. Das ist natürlich auch interessant. Ich glaube, kann Radikal Durchbruch lernen? Das wäre übelst cool. Also ratzfatz. Nee, was ist das mit Durchbruch? Kann das Durchbruch lernen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Na gut. Okay, also dann, das war's von mir für diesmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.